Hi, hier ist die Viri mit Viris Vision Quest und den Krafttierbotschaften für diesen Sommer für Sternzeichen Steinbock, auch Aszendent Steinbock, Mond im Steinbock. Im Indianischen ist das das Erdzeichen Gans und vielleicht hast du auch ausgewählt aus der Preview, einfach nach dem Bild. Ja, schauen wir für Steinbock, für Gans in die Orakelkarten, dann in die Krafttierkarten. Einstieg nochmal mit Delfinen. Die geteilte Inspiration. Kreative Projekte. Und eine Wasser. Kristall fotografiert von Masaru Emoto, das mit diesem Wort, das wir jetzt finden, oder mit diesem Begriff, ja, belegt wurde und diese Information aufs Wasser übertragen wurde, was dieses Bild ergab. Heilung, eine Heilungskarte, das Kranial, also hier oberstes Chakra, Hado, das ist wie ein Chakra, Peace of Mind, also innerer Frieden, geistiger Frieden. Schauen wir in die traditionellen Karten von Jamie Sams. Bitte drei Karten für Steinbock, für Gans für diesen Sommer. Der Biber. Aha. Wow. Noch zwei Karten bitte für Steinbock. Wolf und die dritte für Steinbock Gans. Na, eine bitte noch. Please. Oh, zwei. Nein. Na, was los, Steinbock? Noch ein Wal. Der Wal. Wow. Also Wale haben wir diesen Sommer ganz viele. Bei der Bildauswahl hat man das gesehen in der Preview und jetzt bekommst du tatsächlich auch noch einen Wal und die Delfine. Das ist ja auch ein Stück weit verwandt, bitte für Steinbock Gans für den Sommer, die vier Himmelsrichtungen, die Botschaften Osten, Süden, Westen und Norden. Wahnsinn. Nochmal der Wal. Weise ich schon mal auf mein Video hin. Der Wal findest du in der Playlist Krafttiere auch. Wow. Das Faultier, das auch jetzt bei der vierten Legung schon zum zweiten Mal auftaucht. Die Gottesanbeterin, Praying Mantis. Und für den Laden bitte noch eine Botschaft. Noch eine Karte für den Norden, für Steinbock, für Gans, bitte. Et voilà. Der rote Kardinal. Ja, die geteilte Inspiration. Hier heißt es, wirf dich in ein neues Projekt. Und du sollst dich nicht mehr von zeitlichen Beschränkungen hier festhalten lassen, sollst die loslassen, auch von irgendwelchen Regeln. Und sollst das tun, was dein Herz dir sagt, was dein Herz erfüllt, what fulfills your heart. Also auch hier schon die doppelte Botschaft, folge hier deine Leidenschaft, Steinbock. Und ja, lass dich hier, gib Beschränkungen auf und das heißt ja hier geteilte Inspiration. Und vielleicht hast du hier ein Projekt im Sinn, das du vielleicht auch mit anderen angehen willst. Aber musst dich nochmal selbst von dieser Gruppe entfernen, das ist die Wolfenergie, um dann mit neuen Erkenntnissen
zurückzukommen, dieses Wissen weiterzugeben und vor allem auch von deiner persönlichen Kraft weiterzugeben. Wichtig ist, alle Hemmungen hier auch, dass du die hinter dir lässt. Alles, was dich hier beschränkt oder wo du meinst, es beschränkt dich, dass du etwas nicht tun kannst. Es ist, it's time to get things done. Es ist Zeit, dass die Dinge erledigt werden. Ja? Und dass du deinem Kreativprojekt oder Projekten jetzt deine ganze Priorität, deinen Schwerpunkt darauf legst. Es ist auch hier, wie es heißt, wirf dich hinein. Ja, es ist eine handlungsorientierte Zeit. Ich würde sagen, get ready, set, go. Wir haben ganz viel, was dich hier vorwärts bringt. Und trotz allem brauchst du natürlich Geduld. Ja. Wir haben die Gottesanbeterin hier, wir haben das Faultier hier. Ja. Du wirfst dich in alles hinein oder in dein Projekt, aber erwarte nicht, dass alles schnell geht. Ja. Geduld wirst du auch brauchen. Aber wenn deine Leidenschaft da ist, ja, dann solltest du die nicht, ich sag mal, verglühen lassen. Vielleicht ist das was Künstlerisches, was du hier vorhast. Sei wie die Delfine, neugierig, verspielt, ja. Entstresse dich, entspanne dich. Wir haben hier eine Delfin-Mutter mit Kind. Das heißt auch, geteilte Inspiration, sich eben mit anderen zu verbinden. Mit Menschen, die dir lieb sind. Du hast vielleicht vor, auch mit anderen was zu machen. Aber wichtig ist erstmal dein Gesamtkonzept, was du für Ideen hast. Und dann kann man hier zusammenkommen und auch Erfahrungen teilen, wie das ja auch im Wolfsrudel eben geschieht. Ja, und da wirst du auch, übernimmst du vielleicht eine Führungsrolle, du wirst vielleicht auch zum Vorbild. Ja, der Wolf, das ist immer auch die Energie des Lehrers. Ja, was ganz Neues, was du hier vorhast und was du aus deiner seelischen Tiefe hier schöpfst. Ja, wie der Wal, wir haben interessant, der Wal, der hier abtaucht. Und dann hier die Chance, der Wal, der auftaucht. Also es wird sich auch eine, es wird hier was aus der Tiefe kommen. Das kommt, wenn du abtauchst, wird sich auch im Außen dann etwas zeigen. Und das kann dann schon durch ein Ereignis sein, durch ein Erlebnis, vielleicht auch durch eine Person. Ja, gehe es jetzt an. Der Bibel hilft dir auf körperlicher Ebene, also auf der physischen Ebene, alles, was eben auch sichtbar wird. Der Bibel ist der Baumeister, ja, und er baut ja seinen Bau und zwar nicht chaotisch, sondern er hat auch hier eine ganz klare Idee und auch ein Bibelbau entsteht nicht über Nacht, ja. Es ist Zeit, etwas zu bauen. Egal, was es ist. Vielleicht willst du ein Buch schreiben, vielleicht willst du einen Workshop geben, einen Podcast machen, einen YouTube-Kanal machen, eine große Veranstaltung planen, ein Musikinstrument lernen, was immer deine Leidenschaft ist. Ja, das ist die Erkenntnis hier. Und was deine Leidenschaft ist und wofür dein Herz brennt, ja, wo du deine ganze Liebe, und das ist ja auch das, die Farbe Rot hier, wo du deine ganze Liebe einbringen kannst. Ja, es kann hier schon eine lebensverändernde Gelegenheit sich hier auftauchen im wahrsten Sinne des Wortes. Verlasse dich auf den ersten Impuls, verlasse dich auf deinen Instinkt, verlasse dich auch auf deine innere Wahrheit hier, wofür der Wal ja auch immer steht. Ja, und nutze die Gelegenheit, Steinbock. Dieses Zeitfenster, das ist die Legung für den Sommer, das ist kurz. Ja, dieses Fenster,
der Gelegenheit wird sich zum Ende des Sommers wieder schließen. Geht natürlich dann irgendwann wieder auf. Jetzt ist die Zeit, die Dinge in Bewegung zu bringen, zu beginnen, anzufangen und dabei zu bleiben. Wie gesagt, mit der Energie des Faultiers, auch hier haben wir das auf dem Seelenplatz liegen, geht's eben nicht so schnell voran. Nimm's auch leicht, ja, nimm die Dinge leicht, dafür steht auch das Faultier. Take it easy, die Seele ist langsam, es liegt auf dem Seelenplatz, ja, und es wird vorangehen. Nur eins nach dem anderen, einen Stein auf dem anderen bauen. Und das sagt dir hier innere Aufgabe, innerer Weg, auch nochmal die Gottesanbeterin. Und wenn man dieses Tier beobachtet, das ja dann selbst aussieht wie ein Blatt, kaum zu erkennen ist, ja, und dann plötzlich zuschlägt. Und so sehe ich das auch für dich, Steinbock. Also wirf dich in dein neues Projekt, was immer es sein wird. Es ist jetzt die Zeit zu handeln, den ersten Schritt zu machen, auch ins Öffentliche zu gehen, das vielleicht auch bekannt zu geben und diese auftauchende Gelegenheit zu erkennen, die dir weiterhelfen wird. Und so wird das, was du vorhast, hier nach und nach sich ausbauen, ja, mit Geduld und Spucke und, ja, wie hier auch, take it easy, das sagen ja auch die Delfine, es ist ja auch eine leichte Energie, dass du hier in einen guten Rhythmus kommst, dass du deinen persönlichen Ton hier auch findest und den wirst du finden, wenn du dein inneres Wissen erkennst, ja, und ich meine schon, dass es dann auch mit einer Form von Gruppe zu tun hat, mit einer Form von Rudel, ja, also dass du hier nicht unbedingt der einsame Künstler bist, der irgendwo in der Ecke sitzt. Ja, und Peace of Mind, ja, haben wir fast vergessen, eine Heilkarte, das Kranialchakra. Du brauchst keine Angst zu haben, dass dir die Dinge irgendwie entgleiten. Du hast mit dem Kronenchakra, mit diesem Wasserkristall die Verbindung zum Himmel und diese innere Ruhe, ja, diese innere Gelassenheit, die, ja, steht ja auch wieder sehr in Verbindung hier mit der Gottesanbeterin, mit dem Faultier, diese innere Ruhe, geistige Ruhe auch, seelische Leichtigkeit, die wird dir helfen, jede Form von Kontrolle auch loszulassen, aufzugeben, Steinbock. Ganz, ganz super, super spannend. Ganz starke Tiere hier auch bei dir und ich bin wie immer supi neugierig, was da so gebaut werden wird. Auf jeden Fall ist die Zeit jetzt, es anzugehen, es zu beginnen, ja, und dich nicht abhalten zu lassen von irgendwelchen Beschränkungen, irgendwelchen Zwängen oder Auflagen, die du vielleicht bisher gesehen hast. Und es wird hier Menschen geben auf deinem Weg. Geh mit Leidenschaft, geh das Ganze mit Liebe an. Und dann wird das nach und nach. Wow, Steinbock. Freue mich für dich, freue mich natürlich auch über Rückmeldungen. Und ja, in diesem Sinne denke ich an dich, wünsche dir was und sage bis ganz bald. Ciao, ciao.